Seht ihr, ich bin 72. Ich halte den Klimawandel bis zu meinem Lebensende ja noch aus. Aber wenn ich jetzt 13 oder 14 bin und ich habe so viel Jahrzehnte Leben vor mir, kann ich unmöglich das so weiterlaufen lassen. Und deshalb müssen die Jungen bei den Alten an die Tür klopfen und sagen, nein, nicht für euch Politik machen, sondern für uns und damit für die Zukunft. Und das wird auch höchste Zeit. Alle sagen mir, Greta Thunberg sei merkwürdig. Sag ich, ja, wenn sie gewöhnlich wäre, würde sie ja auch nicht Außergewöhnliches leisten. Jeanne d'Arc war auch merkwürdig, aber hat Außergewöhnliches geleistet. Das heißt ja nicht, dass man sie sich gleich als Nachbarin wünscht. Dieser Maßstab ist völlig daneben. Und ich sage klipp und klar, die Greta Thunberg kann was. Sie hat natürlich, weil sie atypisch ist, etwas in Bewegung gesetzt. Wenn man so sagen will, nicht allein sie, aber auch sie weltweit. Und dass sie etwas geleistet hat, kann ich euch gleich beweisen. Im Unterschied zu euch allen und mir hat sie eins geschafft. Trump musste ihr 20 Minuten zuhören. Ich habe selten ein so gequältes Gesicht gesehen, das ich so genossen habe, wie in dieser Phase. Ja. Übrigens, nochmal zurück zur sozialen Verantwortung. Ich kann auch nicht sagen, die Bauern sollen kein Auto haben. Wenn einmal am Tag ein Bus vom Dorf zur Kreisstadt fährt, dann sage ich, nee, der Bus muss eben sechsmal fahren. Dann wird mir gesagt, die 5 Fahrten rechnen sich nicht. Dann sage ich, na und genau dafür zahle ich Steuern. Nicht für die Aufrüstung, sondern für die öffentliche Daseinsvorsorge, damit die für alle zugänglich wird. Wir haben Weltkonzerne, Janine hat darüber gesprochen, auch Weltbanken, die haben eine ungeheure Macht. Und sie üben den gesamten Einfluss auf die Politik aus. Nicht die Merkel entscheidet, was der Chef der Deutschen Bank macht, sondern der Chef der Deutschen Bank entscheidet, was Merkel macht. Nun kann einem ja beides nicht gefallen, aber es gibt einen Unterschied. Indirekt wird ja die Merkel gewählt über demokratische Wahlen der Bevölkerung. Der Chef der Deutschen Bank wird von uns nicht gewählt, weder direkt noch indirekt noch in anderer Form. Deshalb ist es eine Kernfrage der Demokratie, ob die Politik über die Wirtschaft oder die Wirtschaft über die Politik zu entscheiden hat. Und das läuft dergestalt völlig falsch. Damit wird die Demokratie beschädigt und es gibt immer mehr Menschen, die die Demokratie gar nicht wirklich wollen. Nun muss man sich fragen, warum das Ansehen... Oder im Gegenteil, diese Macht der Konzerne führt ja geradezu zu Trump. Was ist denn seine Theorie? Seine Theorie ist, er will die Früchte der globalen Wirtschaft in seinem Land haben und die Lasten in anderen Ländern. Das nennt er nationalen Egoismus. So macht er das. Genauso sieht es Erdogan, genauso sieht es Orban und so genauso sieht es die AfD, genauso sieht es die Front National, alle diese Kräfte. Und sie haben jetzt Aufwind, weil die Welt so unübersichtlich geworden ist. Fragen Sie doch mal, von meinetwegen die 700 Bundestagsabgeordneten, übrigens 100 zu viel, fragen Sie die doch mal, was das Interesse von Saudi-Arabien und vom Iran am Syrienkrieg ist. Wenn Sie 6 Abgeordnete treffen, die Ihnen darauf eine nachvollziehbare Antwort geben, dann erleben Sie einen Glücksfall. Wenn die das aber schon nicht mehr verstehen, wie soll das die Allgemeinheit verstehen? Und die Verunsicherung der Allgemeinheit in all diesen Fragen führt dazu, dass man Erfolg hat, wenn man nationalen Egoismus anbietet, wenn man sagt, wir bauen um Deutschland herum eine Mauer auf, was geht uns überhaupt Syrien an, wir haben mit all den Problemen nichts zu tun. Abgesehen davon, dass es reaktionär ist, ist es auch noch illusionär. Das gibt es überhaupt nicht mehr. Die Menschheit ist so zusammengerückt, dass jedes Problem der Menschheit direkt oder indirekt auch zu uns kommt. Wir haben die Frage, wie bisher es zu ignorieren oder Antworten auf die sozialen Fragen und die ökologische Nachhaltigkeit weltweit zu suchen und zu finden. Und was ich von der Linken verlange, ist, dass sie nach diesen Antworten sucht und die gibt und nicht kleinkariert hier innerhalb unserer Strukturen sich äußert und nachdenkt. Und warum ist das so wichtig? Warum ist das so wichtig? Machen wir uns doch nichts vor. Wir haben in Europa so gelebt, wie wir in Europa gelebt haben, weil viele Menschen in Afrika gar nicht wussten, wie wir leben.
Nun haben aber die Konzerne das Handy erfunden und das Internet. Wissen Sie was Neues? Früher war die nationale Frage schon immer auch eine internationale, aber sie war vornehmlich eine nationale Frage, die soziale Frage, Entschuldigung. Die soziale Frage war vornehmlich eine nationale Frage. Jetzt haben wir einen weltweiten Lebensstandardvergleich. Den gab es ja früher nicht. Und plötzlich ist die soziale Frage zu einer Menschheitsfrage geworden. Darauf war keine einzige Regierung vorbereitet. Darauf wird jetzt eine reaktionäre Antwort gesucht, die übrigens auch das Wesen der Gesellschaften deutlich verändern kann. Und die Linke muss dafür da sein, diese soziale Frage der Menschheit zu beantworten. Nicht in dem Sinne, dass es unserer Bevölkerung schlechter gehen muss, sondern in dem Sinne, dass wir dafür zu ringen haben, dass es anderen Bevölkerungen deutlich besser geht. Sonst entsteht ein Zustand, der überhaupt nicht mehr beherrschbar ist. Aber es ist natürlich auch so, dass die Welt immer enger zusammenrückt. Nachrichten, Dienstleistungen, Rohstoffe, Produktionsstätten sind von überall verfügbar, von überall steuerbar. Eine Konzernleitung kann auf Jamaika oder in Uganda oder bei uns sitzen, das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Von überall kann sie ihre Herrschaftsinstrumente einsetzen. Und nun hätte es ja mal dazu gehört, dass wir endlich wenigstens bei den Konzernen und den großen Banken mal einen Riegel vorsetzen und sie gerecht zu Steuern heranziehen. Wer hat das verhindert in der EU? Alle Länder waren sich einig, dass alle Konzerne und großen Banken transparent nachweisen müssen, welche Gewinne sie in Portugal, in Deutschland und sonst wo machen. Ein Land hat von seinem Vetorecht Gebrauch gemacht. Durch den heldenhaften Sozialdemokraten Scholz. Der hat Nein gesagt. Deshalb kam das Ganze nicht zustande. Warum? Nicht, weil ein an sich bösartig ist, sondern weil er falsche Berater hat. Die falschen Berater haben ihm gesagt, ja, unser Mittelstand exportiert auch viel. Dann müssen die in den anderen Ländern Steuern bezahlen. Das könnte uns ruinieren. Also sie haben sozusagen Panik organisiert. Das ist wieder völliger Blödsinn. Man kann sagen, wir jetzt als ersten Schritt machen wir es für Konzerne und für Banken und nicht für den Mittelstand. Punkt. Das ist gar nicht schwierig, weil juristisch zwischen beiden Kategorien zu unterscheiden ist. Mit anderen Worten, wenn er nur eine vernünftige Beratung gehabt hätte, wären wir einen deutlichen Schritt weiter. Aber die deutsche Sozialdemokratie hat wieder mal verhindert, dass wir endlich Transparenz bei den Konzernen und Banken innerhalb der Europäischen Union herstellen, obwohl es so dringend nötig wäre. Dazu muss man auch etwas wissen, was vielleicht nicht allen gefällt. In Deutschland wird alles von der Mitte bezahlt. Die Menschen mit kleinen Einkommen können es ja nicht. Die mit großen werden nicht herangezogen. Die Vermögenden werden nicht herangezogen. In der Wirtschaft ist es genauso. Die kleinen Selbstständigen können es nicht. Der Mittelstand, der muss Steuern ehrlich bezahlen und nicht die Konzerne und nicht die Banken. Ich werde euch was erzählen. Zu seinem Geburtstag habe ich den Präsidenten des Bundesverbandes der mittelständischen Wirtschaft, Ohofen, angerufen und ihn gratuliert, weil ich nämlich Mitglied ihres politischen Beirats bin. Und da sagt er zu mir, ja, Herr Gysi, ich habe mal eine Frage an Sie. Ja, sag ich. Also, der Konzern X hat gerade den Gewinn Y gemacht und muss dafür 100 Millionen Euro Steuern bezahlen. Wenn Sie oder ich den Gewinn gemacht hätten, müssten wir dafür 1,1 Milliarden Euro Steuern bezahlen. Können Sie mir das erklären? Ja, sage ich, das kann ich Ihnen erklären, Herr Ohofen. Das liegt daran, dass der Bundestag falsch zusammengesetzt ist, wozu Sie Ihren Beitrag geleistet haben. Das heißt, wir brauchen auch die Mitte. Auch die Mitte ärgert sich darüber, dass die großen Banken und Konzerne so bevorteilt werden, wie das gegenwärtig der Fall ist. Und wenn wir die Gesellschaft gerecht finanzieren wollen, geht es nur über die Großen und nicht über die Kleinen. Und wir diskutieren über jede Erhöhung von Hartz IV, als ob es die Bundesrepublik ruinieren würde. Und so gut wie nie über eine gerechte Besteuerung von Banken und Konzernen, und zwar in ganz Europa. Das geht mir auf die Nerven. Die weltweite Fluchtbewegung ist ja bisher nur zu einem Bruchteil in Europa angekommen. Ich meine, wir haben weltweit 70 Millionen Flüchtlinge, davon 3,1 Millionen in Europa. Wir tun immer so, als ob wir die 70 Millionen hätten. Das ist aber ein schwerer Irrtum. Das meiste müssen afrikanische Länder, lateinamerikanische Länder, auch asiatische verkraften. Und dann leben im Libanon, berechnet auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner, 164 Flüchtlinge. In Deutschland leben, berechnet auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner, 12 Flüchtlinge.
12. Die AfD tut so, als ob es 750 wären. Aber es sind nur 12. Und ich bin deshalb dieses Gerede leid. Ein so reiches Land wie Deutschland müsste doch wohl in der Lage sein, 12 Flüchtlinge berechnet auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner ausreichend zu finanzieren, heranzuziehen, in den Arbeitsmarkt zu integrieren und alles, was dazu gehört. Und dann muss man noch wissen, dass wir pro Einwohnerin und Einwohner das vierfache Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum Libanon haben. Und die verkraften 164 Flüchtlinge. Übrigens gibt es natürlich noch was. Man kann das Problem auf gar keinen Fall durch Abschottung und durch Deals mit dieser Türkei lösen. Das verkennt auch die Dimension der Prozesse, die dahinter stecken. Wenn man sich die Vermögenssituation ansieht, ist es so, dass die Schere in Deutschland, Europa und weltweit bei Einkommen, Vermögen, sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Bedingungen immer stärker auseinanderklafft. Also, allein 2018 stiegen die Vermögen der 1.892 Milliardäre weltweit um 12% in einem Jahr. Das waren pro Tag 2,2 Milliarden Dollar. In Deutschland bestieg der Anstieg bei diesen Leuten sogar 20%, also deutlich überdurchschnittlich. Während es bei den 3,8 Milliarden Menschen der ärmeren Hälfte der Weltbevölkerung einen Rückgang um 11% gab, das heißt, pro Tag hatten sie 500 Millionen Dollar weniger. Das reichste Prozent der Deutschen verfügt über ebenso viel Vermögen wie die 87 ärmeren Prozent. In den 10 Jahren seit der Finanzkrise hat sich die Zahl der Milliardäre nahezu verdoppelt. Zugleich konnten sich immer weniger Menschen aus extremer Armut befreien. 2015 lebten weltweit 736 Millionen Menschen in extremer Armut von weniger als 1,70 Euro pro Tag. Von sozialer Ungleichheit sind vor allem Frauen und Mädchen betroffen. Männer besitzen im globalen Schnitt 50% mehr Vermögen als Frauen. Zudem sind die Gehälter von Frauen im globalen Durchschnitt 23% niedriger als die Gehälter von Männern. Und deshalb will ich hier mal eins sagen. Ich bin auch bestimmte Sachen leid. Die Böckler-Stiftung und andere Stiftungen, die ja nun wirklich alle nicht links sind, haben inzwischen errechnet, dass uns 200.000 Pflegekräfte fehlen, wenn wir denn wirklich die Pflege voranbringen wollen. Das ist ein schwerer Beruf. Und viele von uns haben sich nicht entschieden, Pflegerin oder Pfleger zu werden, weil es ein so schwerer Beruf ist. Wenn wir sie entlasten wollen, brauchen wir aber weitaus mehr Pflegerinnen und Pfleger. Und da sage ich jetzt auch der Gewerkschaft, da geht es nicht um eine Lohnsteigerung von 5% oder um 10%. Hier müssen wir an eine Verdopplung denken. So wichtig ist die Pflege in Deutschland geworden. Also, momentan geht die Antwort von Trump, Erdogan, Orban oder auch bei den treibenden Kräften für den Brexit in Richtung eines extrem nationalen Egoismus. Diese Art Gegenreformation zur neoliberalen Globalisierung ist inzwischen in praktisch allen Industriestaaten zu beobachten. Wir kennen das. Trump spricht von America first. Eins hat er allerdings begriffen, das muss ich sagen, das ist deshalb erstaunlich, weil ansonsten eine Roulettekugel im Vergleich zu ihm ja eine exakt berechenbare Größe ist, weil er ja abends nicht mehr weiß, was er morgens gezittert hat. Aber natürlich können wir auch psychologisch schlussfolgern, das ist ein groß gewordener Junge mit Minderwertigkeitskomplexen. Insbesondere, weil er bei Frauen nicht den Erfolg hatte, den er sich immer gewünscht hat. Er braucht psychologische Behandlung, bloß er darf nicht die Machtinstrumente eines Präsidenten der Vereinigten Staaten in seine Hände bekommen. Das ist die eigentliche Katastrophe. Und ich sage Ihnen noch was. Das Schlimme ist, dass er begriffen hat, im Unterschied zu anderen, dass der Kalte Krieg vorbei ist. Damit ich nicht falsch verstanden werde, ich will nicht den Kalten Krieg zurückhaben. Aber was heißt das? Stellen Sie sich mal vor, im Kalten Krieg hätten die 5 ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates, USA, Sowjetunion, China, Großbritannien und Frankreich, sich verständigt, das wären schon die eigentlichen Schwierigkeiten gewesen, zusammen mit dem Iran ein Abkommen zu machen, um die atomare Aufrüstung des Iran zu verhindern. Wenn das wirklich gelungen wäre, während des Kalten Krieges, niemals hätten die USA den Vertrag gekündigt. Gar nicht denkbar. Auch nicht ein Paris-Abkommen. Gar nicht denkbar. Auch nicht das Abkommen zwischen der Sowjetunion und den USA zur Begrenzung der Mittelstreckenraketen. Gar nicht denkbar. Das hat Trump begriffen. Das gilt nicht mehr.
Er kann den Iran zum Hauptfeind erklären, andere NATO-Staaten machen es eben nicht. Die Türkei als NATO-Mitglied marschiert völkerrechtswidrig in den Syrien ein, anderen Staaten interessiert ihn überhaupt nicht mehr. Deshalb hat Macron gesagt, die NATO ist hirntot. Und wir hätten sie schon 1990 überwinden können, wenn es denn einen entsprechenden politischen Willen gegeben hätte, der leider eben fehlte. Aber wir kennen all diese Tendenzen in Polen, Ungarn, Dänemark, den Niederlanden, Österreich, auch in Italien, wo es jetzt wieder ein bisschen überwunden ist, aber es kann auch wieder dahin zurückgehen. Und wir müssen uns darüber klar machen, wir dürfen der AfD niemals einen Millimeter entgegenkommen, sondern wir müssen die Leute vom Gegenteil überzeugen. Das mag ja anstrengend sein, aber vor dieser Anstrengung dürfen wir uns nicht drücken. Ganz klar. Die AfD ist ein Sammelbecken für Neonazis, Holocaustleugner und Rassisten. Die haben auch sonst Schwierigkeiten mit dem Recht und Gesetz. Fast jeder 10. Abgeordnete der AfD im Bund und Ländern sieht sich einem Ermittlungsverfahren ausgesetzt. Fast jeder 10. Abgeordnete, da muss man sich wirklich mal überlegen. Die AfD-Vorsitzenden, Parteien und Fraktionen lassen sich von dubiosen Spendern finanzieren und nennen der Bundestagsverwaltung falsche Namen, womit sie jetzt glücklicherweise auf die Füße fallen werden. Die AfD hält eben wie auch Trump den Klimawandel für eine Erfindung. Vor allem aber hat sie überhaupt keine Konzepte, wie wir unser Land, Europa und die Welt menschlicher, sozialer und ökologisch nachhaltiger gestalten können. Die AfD ist schlicht und einfach eine feige und armselige Partei. Warum feige? Sie kämpfen gegen die Schwächsten in der Gesellschaft. Welche Lobby haben denn die Flüchtlinge? So gut wie keine. Das muss ich uns Linken lassen. Wir kämpfen immerhin gegen die Stärksten in der Gesellschaft. Und dabei muss es auch bleiben. Im Kern geht es um die Frage, vor der wir auch in Deutschland stehen. Wird die Demokratie weiter marktkonform zugerichtet und damit in ihrem Wesen zerstört? Oder können wir auf demokratischem Wege Märkten und Kapital Regeln aufzwingen und damit die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung durchsetzen? Die Rechte knüpft national und europäisch an dieser neoliberalen Zerstörung der Demokratie an und will demokratische Strukturen und Grundrechte direkt angreifen. Wir werden der Verunsicherung und ihrer Folgen nicht Herr werden, wenn die Menschen nicht wieder eine Perspektive für ein einigermaßen planbares Leben und sozialer in öffentlicher Sicherheit bekommen und der alte Grundsatz wieder Geltung erlangt, dass Eltern wissen, ihren Kindern wird es einmal besser gehen. Das wissen sie heute nicht mehr. Sie sind sogar tief verunsichert. Das alles hat Konsequenzen. Es ist höchste Zeit, den nationalen Egoismus zu überwinden. Er hat auch für die Zukunft keine Chance. Gerade weil von rechts außen mit Hassparolen, Pöbeleien auf der Straße und im Internet, Gewalttaten, die Solidarität in der Gesellschaft grundlegend in Frage gestellt wird, muss es ein Gegengewicht geben. Ein gesellschaftliches Lager der Solidarität, das niemanden ausgrenzt. Dies muss verbunden werden mit einem Kampf gegen die Kapitalmacht der Konzerne für eine Überwindung der sozialen Spaltung, eine Rückgewinnung des Öffentlichen und ökologische Nachhaltigkeit in sozialer Verantwortung. Vernünftige Gesellschaften sind zu schaffen. Nur so könnten übrigens die 20er Jahre wirklich goldene werden. Nun muss ich aber noch über zwei Irrtümer aufklären. Dazu muss ich Folgendes erklären. Ihr könnt alle sehr intelligent und klug sein, aber weise ist man erst mit 70. Das kann man natürlich nur einschätzen, wenn man selber 70 geworden ist. Sonst unterliegt man Illusionen. Und deshalb werde ich euch jetzt eine Weisheit verkünden. Jede positive Erscheinung hat auch eine negative Seite und jede negative Erscheinung hat auch eine positive Seite. Das Positive am Brexit ist, dass allen anderen EU-Ländern zurzeit der Austritt vergangen ist, weil dieses Affentheater will sich ja keiner antun. Und das Gute an einer Fehlentwicklung der Gesellschaft ist, dass sich immer mehr Menschen zusammenfinden, um doch eine Gegensteuerung zu ermöglichen. Auch das beruhigt mich. Aber warum ist eigentlich das Ansehen der etablierten Parteien so schlecht geworden? Das hat zwei Gründe. Einmal die falsche Sprache. Ich werde euch eine Geschichte erzählen. Der Kanzler hieß noch Schröder, ist also ewig her. Und es ging in einer Debatte um die Veräußerungserlössteuer. Veräußerungsgewinnerlössteuer. Und die Veräußerungsgewinnerlössteuer
mussten unter Kohl Kapitalgesellschaften voller Höhe bezahlen, Inhaberunternehmen nur zur Hälfte. Und das wurde geändert. Die Kapitalgesellschaften wurden befreit. Die Inhaberunternehmen mussten das Doppelte bezahlen. So ging die ganze Debatte. Dass kaum ein Mensch verstehen kann, was eine Veräußerungserlösgewinnsteuer ist, interessierte die alle nicht. Dann war ich dran. Wie ich meine, endlich. Andere dachten, schade. Und dann war ich dran und sagte, also noch mal ganz langsam, damit einer wie ich das auch versteht. Das ist selbstironisch, ist ganz wichtig. Ich darf niemals sagen, damit es die Verkäuferin versteht, dann beleidige ich sie. Also nehme ich mich selbst und sage, damit es einer wie ich auch versteht. Es wirkt bescheiden, ist in Wirklichkeit natürlich die höchste Form der Arroganz, weil ich ja heimlich hoffe, dass sie alle denken, er wird es schon verstanden haben. Aber trotzdem, so mein Einleitungssatz. Und dann sage ich, also unter Kohl war es so, wenn die Deutsche Bank einen Kaufpreis bekam, musste sie darauf eine volle Steuer bezahlen. Und wenn der Bäckermeister einen Kaufpreis bekam, musste er darauf eine halbe Steuer bezahlen. Und jetzt erleben wir eine sozial-ökologische Reform. Und die besteht darin, dass die Deutsche Bank nichts mehr zu bezahlen braucht und der Bäckermeister das Doppelte bezahlen muss. Das ist eine Übersetzung. Meine Rede war zu Ende. Und ich schwöre es, 15 Abgeordnete der SPD rannten nach vorne zum damaligen Fraktionsvorsitzenden Struck und fragten, ob es stimmt. Ob es das ist, was sie in einer halben Stunde entscheiden. Ich sage zu ihrer Verteidigung als Anwalt, bei Veräußerungserlösgewinnsteuer gehen deren Ohren auch zu. Aber wenn ich Mitglied einer Regierungsfraktion bin und ich beschließe eine halbe Stunde später neues geltendes Recht der Bundesrepublik Deutschland, muss ich doch wenigstens wissen, was ich da beschließe. Nur durch mich wussten sie es. Struck war entsprechend sauer auf mich, Kohl weniger, obwohl ich nicht mal glaube, dass er wusste, dass das zu seiner Zeit so geregelt war. Aber das spielt ja auch gar keine Rolle. Der traf mich dann auf den Film und sagte, war eine ausgezeichnete Rede, Herr Givi. Aber ich muss immer eins sagen, ich war schon immer Anhänger des Bäckermeisters, noch nie der Deutschen Bank. Was zwar politisch falsch ist, aber kulturell stimmt. Kulturell stimmt es. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist, dass Argumente nicht nach Prinzipien verwandt werden, sondern wie man sie braucht. Das muss die Bevölkerung gar nicht so im Detail mitkriegen. Sie bekommt es vom Prinzip her mit. Ich werde euch ein Beispiel setzen. Als der Krieg gegen Jugoslawien geführt wurde, ich war ja strikt dagegen, meine ganze Partei war strikt dagegen, da habe ich natürlich auch Vier-Augen-Gespräche geführt. Da haben sie gar nicht bestritten, dass das völkerrechtswidrig ist. Aber sie haben zu mir gesagt, die Serben verletzen die Menschenrechte der Kosovo-Albanerinnen und Kosovo-Albaner. Vielleicht beginnt sogar ein Völkermord. Und Herr Gysi, da ist es uns egal, selbst wenn es völkerrechtswidrig ist. Wir müssen die Bundeswehr hinschicken, um das Ganze zu stoppen. Gut, ist ja nicht meine Meinung. Aber wenn das deine Meinung ist, kannst du heute nicht die Bevölkerung überzeugen davon, Waffen an Saudi-Arabien zu liefern. Und zwar nicht nur, weil Saudi-Arabien im Inneren die Menschenrechte verletzt, sondern Saudi-Arabien führt gegen den Iran um den Jemen einen Stellvertreterkrieg. Dann nutzen sie ihre Boote, riegeln ganze Gegenden ab und lassen weder Medikamente noch Lebensmittel in diese Gegenden durch. Und deshalb verhungert dort die Bevölkerung und stirbt an Krankheiten. Das ist ein beginnender Völkermord. So, und wenn du einmal in der Politik sagst, das ist so schlimm, dass ich sogar völkerrechtswidrig die Bundeswehr hinschicke, und in dem anderen Fall sagst, das ist mir sowas von Schnurz, ich verkaufe trotzdem meine Waffen und kriege mein Geld dafür, machst du dich eben restlos unglaubwürdig. Und deshalb sage ich immer, genau das muss die Politik, die etablierte Politik überwinden. Das heißt, sie muss einfach ehrlicher werden im Verhältnis zur Bevölkerung und in ihrer Argumentation, was sie nicht ist. Nun wird immer gesagt, dass auch wir Wähler an die AfD verloren haben. Dazu will ich auch mal eine prinzipielle Sache sagen. Das stimmt, aber die sind wir auch für immer los. Und ich sage auch, welche das sind. Diejenigen, die uns wegen unserer linken Überzeugungen gewählt haben, haben uns nie verlassen. Aber wir hatten welche, die haben uns nur gewählt als Protest gegen die anderen Parteien. Und sie wussten, von CSU bis zu Grün ärgern sich alle am meisten über die Wahl der Linken. Das stimmte damals auch. Und die wählen heute AfD, weil man sich über unsere Wahl nicht mehr so ärgert wie damals, aber über die Wahl der AfD. Dafür haben die einen Distinkt. Nur leidet meine Partei darunter und sagt immer, wir sind die Protestpartei. Ja, sag ich, das können wir auch jeden Tag erklären. Das Problem ist nur, wir sind in der Regierung in Brandenburg gewesen und in Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt sind wir in der Landesregierung in Berlin. Wir stellten den Ministerpräsidenten von Thüringen. Da kannst du ja lange sagen, du bist die Protestpartei. Glaubt dir bloß keiner mehr. Das heißt, was müssen wir eigentlich können? Wir müssen
verantwortlich, auch reformerisch mitgestalten können und trotzdem Grundsatzfragen stellen, womit wir viele Dinge, die so einfach hingenommen werden, in Frage stellen. Das ist unsere Aufgabe. Diese Doppelung müssen wir hinkriegen, und zwar nicht gegeneinander, weil der eine es immer besser weiß als der andere, sondern miteinander. Und wenn wir das in unserer Politik deutlich machen, dann können wir auch weitere Erfolge erzielen. Eins haben wir immerhin erreicht. Vor 1989 war eine Partei links von der SPD im Bundestag undenkbar. Jetzt ist sie zur Selbstverständlichkeit geworden. Ein Stück weit haben wir die Bundesrepublik Deutschland verändert. Nun versucht die AfD die gegenteilige Entwicklung. Und hier müssen wir mit anderen zusammenstehen und diese Entwicklung aufhalten. Wir dürfen die Geschichte nicht um 90 Jahre zurückdrehen. Ich bin es leid. Nicht die Vergangenheit ist unsere Zukunft, sondern eine menschliche Gesellschaft. Das muss unsere Zukunft sein. Dafür müssen wir euch streiten und alle streiten. Ich wünsche euch tollen Erfolg bei der Kommunalwahl und sage euch, ich habe wie immer zu lange gesprochen, aber ich habe es gerne getan. Ja.